Na prima, denke ich. Wieder einmal werde ich unfreiwilliger Zuschauer der endlosen Daily Soap. Willkommen auf dem Planeten Hartz IV. Drehbuch und Regie, das Leben. Produzenten, die politische Sabotage an der deutschen Bildung, die noch immer andauernde Abwesenheit einer funktionierenden Integrationspolitik und der stetige Abbau unseres Sozialsystems. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey! Ken you Bushido? Hey Leute, heute möchte ich euch mal von den verschiedensten Persönlichkeiten erzählen, die ich bis jetzt so in der Bibliothek beobachten konnte. Und es ist wirklich unglaublich, was da manchmal ein- und ausgeht. Zuerst gibt's Leute wie du und ich. Dann gibt's Rentner, die wahrscheinlich nichts Besseres zu tun haben, als zu lesen und sich deshalb 5 solche fetten Krimis ausleihen. Naja, das ist vielleicht immer noch besser, als dass sie früh um 7 die Supermärkte stürmen und die Wartezimmer beim Arzt verstopfen. Dann gibt's Familien, die sich haufenweise Zeug ausleihen und damit meine ich nicht 5 Kinderbücher, 3 Spiele, 5 CDs und 4 Kassetten, so wie jede normale Familie das tut. Nein, ich meine die Familien, die sich 20 Kinderbücher, 10 Spiele, 15 Kassetten und 10 CDs ausleihen, wo auch noch die Kinderspiele, die wirklich für kleine Kinder sind, nach übelsten Zigarettenqualm stinken. Das ist manchmal richtig krass, wo man eigentlich bloß denken kann, willkommen auf dem Planeten Hartz IV. Dann gibt's natürlich auch noch die Leute, die super Stoff für meine Videos liefern und die kommen jetzt. Die Bibliothek ist ja eigentlich dazu da, um sich Bücher auszuleihen. Ich denke mal, das wisst ihr auch. Und wenn man Schüler oder Student ist, dient sie auch als zuverlässige Informationsquelle. Nicht so wie dieses Internet. Man kann sich also hinsetzen, Hausaufgaben machen oder Referate vorbereiten. Doch wie ich es letztens erst gemerkt habe, hat die Bibliothek nun noch eine neue Funktion dazu bekommen. Ich war gerade im Fachbuchbereich unterwegs und habe hier halt sowas eingestellt und auf einmal sah ich an dem Tisch einen Typ sitzen, der sich übelst gechillt seine Zigaretten gedreht hat. Hatte noch schön seine Kiste Tabak daneben und hat zufrieden gegrinst. Und da in der Hausordnung nichts steht von wegen Zigarettendrehen verboten, habe ich ihn einfach mal in Ruhe gelassen, denn wenn der Kunde glücklich ist, sind wir auch glücklich. Apropos zugekifft, da gab es mal einen Studenten, der mit seiner Freundin in der Schulbibliothek saß und folgendes gesagt hat. Ey, die Komplexe der Menschen regen mich einfach nur auf. Peace. Ja, das war schon schräg, aber am schrägsten sind immer noch die Rentner. Da kam zum Beispiel einmal eine ältere Frau in die Bibliothek rein. Sie hatte schon so einen teuren Mantel an und hat schon so geguckt, als ob sie was Besseres wäre. Ja, so viel zu Vorurteilen, aber als sie dann angefangen hat zu sprechen, wurde mein erster Eindruck nur bestätigt. Ach, was ist das nur für ein schreckliches Wetter? Ich wollte heute eigentlich mit dem Fahrrad fahren, aber das ist heute nichts für mein zartes Gemüt. Und die Dame hatte dann noch eine Opern-CD abgegeben. Und das Schöne blüht nur im Gesang. Wahrscheinlich nicht nur im Gesang. Der war schlecht. Schnauze. Aber kommen wir mal lieber wieder zu einem etwas ernsteren Thema zurück. In unserer Bibliothek passieren nämlich fast jede Woche unfassbare Verbrechen. Alles begann mit einem älteren Mann, der wahrscheinlich schon viel zu viele Krimis gelesen hatte oder einfach die falschen Medikamente bekommen hat. Jedenfalls kam er zu einer Kollegin und sagte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich hier in die Bibliothek komme und mir die neueste Spiegelausgabe ausleihen möchte, ist diese immer verschwunden. Ihre Kolleginnen wissen auch nicht, wo die immer hin ist. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das kann doch nicht sein, wenn ich den in die Finger bekomme, der die immer klaut. Das ist ja fast kriminell. Eine Woche später. Die neueste Ausgabe ist schon wieder weg. Also langsam wird's dreist. Wir müssen die Polizei informieren. Seitdem habe ich den nie wieder gesehen. Also entweder haben sie seine Lieblingskrimiserie abgesetzt oder er bekommt mal wieder die richtigen Medikamente. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat's auch diesmal wieder gefallen. Ich weiß, dieser Bibo-Vlog war nicht ganz so spannend wie der letzte, aber wenigstens denke ich mir das nicht aus. Und gerade das ist ja das Schlimme. Es passiert wirklich sowas. Jetzt habt ihr wieder unendliche Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Entweder ihr klickt hier oben, wo ihr zu meinem epischen Game of Thrones Video kommt, oder ihr schaut euch nochmal den letzten Bibo-Vlog an. Cheerio und bis zum nächsten Video. Haut rein! Was ist das heute nur für ein schreckliches Wetter? Ich wollte heute eigentlich Fahrrad fahren. Jetzt habe ich den Text vergessen. Fuck. Oh Mann.